Mahlzeit Mädels und willkommen bei einem Max Beanshop Community Video auf dem Community-Kanal. Die Katze liegt hier faul rum, keine Ahnung warum. Und wieso die jetzt plötzlich Bock hat, bei mir zu liegen, wahrscheinlich, wenn die kleine Katze da nicht auf den Sack geht. Deswegen gucken wir jetzt zusammen. Ne, Jimmy? Genau. So, Freunde, passt auf. Heute geht's in die England-Szene. Ne? Der Kollege, der heißt Hugh Mühli. Und der hat mir ein Video geschickt von seinem Triumph Herald. Das ist ein englisches Auto, ne? Ist ein bisschen, ist halt ein ziemlich kleines Cabriolet. Und ich fand ihn mal interessant. Der hat nur ein kleines Video gemacht, wie er halt mal filmt, wie der Zustand ist. Er meinte, der ist jetzt bereit zum Typisieren, also zum Eindeutschen. Und wir gucken uns mal eben das Ding mal an, was Phase ist. Also rein die Olga. Abfahrt. Piep. Aber richtig. So, das Ding da ist also ein Triumph Herald. Oh. Ich habe mich verdrückt, Herbold. Scheiße. Ah, wie kriege ich das wieder hin? Ah. Woher kenne ich die Dinger? Vater hat früher auch Engländer gesammelt. Wir hatten mehrere MGs gehabt. Wir hatten noch einen Morris Minor, das war der Käfer aus England. Also deswegen kann ich da ein bisschen mitreden, nur ein bisschen. So, Abfahrt. Also richtig englischen Leerlauf, ne? Wuff, 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 wuff. Wie geleckt. Alter, das Radio. Wieso ist das bei dir aus? Das habe ich im Pontiac und das sieht mir original dauerhaft die Batterien leer. Ne? Ach so, wie man das irgendwann gewohnt ist, Rechtslenker, ne? Schaltung links. Bin ich noch nie in meinem Leben gefahren tatsächlich. Ist eine Lebenserfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Wäre nicht mal interessant. Also wenn man so einen Rechtslenker für mich hat zum Ausleihen, mal eben zum Probefahren. Ach, kommt mal rum. Wirklich mal, ohne Flachs. So, furchtbares Radio. Aber schönes Auto. Geil, ne? KNN-Matte an der Seite, Spritfilter, ganz einfacher Motor, ne? Thermostatgehäuse oben drauf. Ich finde das Auto geil. Es ist so schön einfach. Herrliches Ding. Da ist Zündspule, Verteilerkappe, ne? Wie man halt so kennt. Und schön aufgeräumt. Auch für einen Engländer tatsächlich. Du denn? Richtig sexy, ne? Und schöner Zustand. Guck mal, kein Kantenrost. Nichts zu sehen, ne? Aber wenn das keine Haare kriegt, weiß ich auch nicht weiter. Aber im Alltag fort, ne? Geil. Schönes Auto. Aber irgendwie klingt der geil, ne? Der klingt richtig böse. Wenn ein bisschen mehr Resonanz noch hätte. Alter Schwede. Und das war's. Jauche Paul, wollen wir nicht. Du, danke fürs Video, Mülli. Schönes Auto. Viel Glück beim TÜV, ne, für die deutsche Zulassung. Aber auf ersten Blick, was ich gesehen habe, das sieht ja alles original aus. Das sieht auf jeden Fall mehr als H-Kennzeichenfähig aus, das Ding. Und wenn er gut bremst und gut fährt und Abgase in Ordnung sind, brauchen Sie das kein TÜV kriegen. So denn, Leute, bis zum nächsten Mal. Das war so ein kleines, aber feines Mini-Reaction-Klaus-Ding. Aber besser als gar kein Reaction-Klaus-Ding. Das Auto ist wirklich in meinen Augen sehr, sehr geil. Es ist schon geil, ne? Aber wenn ich so was sehe, muss ich auch fast wieder draufklicken, ne? Furchtbar. Munter, bis dann. Ich gucke mir jetzt dieses Video an. Haut rein.